Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Du hast mich geleimt. Du bist stark. Ich bin stark. Und diesmal gucke ich auf die Uhr. Okay, wir haben noch bis Zeit. Rechnen, ja, gut. Du hast vielleicht Nerven, dich mit Team Aqua anzulegen. Los, kämpfen wir noch einmal. Das würde ich jetzt gerne sagen, aber ich habe keine Pokémon mehr. Außerdem sind wir Team Aqua auf dem Weg nach Mitaros City. Für heute lasse ich dich gehen. Puh, das war aber mehr als knapp. Dank dir konnte er mir diese wichtigen Papiere nicht rauben. Ich weiß, ich gebe dir diesen Superball als Dankeschön. Superball erhalten. Maike packt Superball in die Balltasche. Hat dieser Schuft von Team Aqua nicht gesagt, dass sie irgendwas in Mitaros City erledigen wollen? Oh, das ist ein Notfall. Ich darf keine Zeit verlieren. Schnell raus aus dem Wald, Knilz. So, und wir spielen jetzt hier schön weiter. Und in der gleichen Zeit läuft auch X-Factor. Auf Walks. Cool, ne? Hey du, geht es deinem Pokémon gut? Wenn deine Pokémon schwach sind, und du Kämpfe mal vermeiden willst, solltest du dich im hohen Gras fernhalten. Oder Schutz benutzen. Wenn du ein Käfer-Pokémon mit zur Schule bringst, bist du sofort beliebt. Okay. Ich muss mal kurz überlegen. Käfer-Pokémon oder irgendein cooles anderes Pokémon wie... zum Beispiel mal einen Kader gegen Knackrack, Rayquaza. Ich frag mich, was da cooler ist. Schwere Frage. Ich weiß es nicht genau. Lebe. Lian. Oh, danke, dass es Herdnabe ist. Das nützt dir gar nichts, weil meine Attacke speziell ist. Ja, Lian, du machst mich stolz. Erreichen Level. Bitte sag mir, dass ich einen Trank hab. Ach, ich hab da sowieso eine Sinnelbeere. Eine Sinnelbeere. Da. Nimm Lian. Und ab in den Kampf. Oh Gott, ey, los. Oh, du hast Lian getötet. Das werde ich dir nie verzeihen. Ey, Ninkada ist cool. Ich will auch Ninkada. Ninja Tom. Okay, überlegen. Warum ist Ninja Tom gut? Es ist ein gutes Pokémon. Ich brauche ein Pokémon zum Pokémon fangen. Ja. Aber ich weiß schon, was ich... Ja, mein drittes Teammitglied ist in der Höhle von Faustauhafen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Oh Gott, dann haben wir ja schon vier mit unseren Sklaven. Ja. Naja. Egal. Wow, Ether. Interessiert mich ja voll. So, raus hier. Okay. Bevor wir hier irgendwas... Oh nein! Und natürlich nehme ich dir die Herausforderung. Ich habe eine Menge Geld. Schön, dass du Geld hast, du Schnösel. Schnösel René. Ich kille schnell. Denn ich will eigentlich ganz schnell zum Pokémon Center, damit Lian die ganzen Trainer hier killen kann. Also tun wir so, als hätten wir... Ihr seht die Stadt hier nicht, das ist gar nichts zu sehen. Ihr seht gar nichts. Wie gesagt, ich mache nicht gerne offscreen Sachen. Ihr seht gar nichts. Oh, ist das nicht eine wunderschöne Stadt? Oh nee, welche Stadt meinen wir denn? Wir sind doch in gar keiner Stadt, oder doch? Nein. Jetzt wären wir in einer Stadt. Oh, dann lass uns mit unserem Pokémon kämpfen. Super. Ihr habt mir den ganzen Plan versaut. Danke, Gina und Mia. Zermotzel und Lutzutzel.
So, ihr beiden, viel Spaß. Leanne und Jones, Zeit, dass ihr zusammen euch zeigt, wie wunderschön ihr seid. Und tschüss, Lotorzel. Nein. Tschüss, Samurzel. Samurzel. Okay, keins der beiden ist weg. Das werden wir aber ändern. So. Lotorzel. Und Samurzel. So. So, immer schön weiter. Oh, Entschuldigung, dass ich spät gemacht habe, aber... Das in unserem ersten Doppelkampf, ey. Entschuldigung. Ich halte das aber nicht aus, irgendwie. Ja, ich bin eben ein schneller Trainer. Oh Gott, jetzt hätte ich echt die Walmer-Kanne einfach hier gelassen. Die vergesse ich oft einfach mitzunehmen. Gott, ey. Nein. Nein. Hallo, ist der Blütenraum Blumenland. Verwandelt sich in die Welt in Blumen. Wie heißt du? Maike, das ist aber ein hübscher Name. Möchtest du etwas über Beeren lernen? Beeren wachsen an Bäumen, die nur in dunklen Nebenboden gedeihen. Wenn du Beeren pflückst, pflanzen immer neue in den Boden ein. Eine gepflanzte Beere wird bald anfangen zu sprießen, damit einer wunderhübschen Blüte erblühen, die bald zu einer Beere wird. Ich würde der ganzen Welt am liebsten mit wunderhübschen Blüten bedecken sehen. Das ist mein Traum. Bitte hilf mir, Maike. Pflanze Beeren und den Blüten. Oh Gott, das heißt, ich habe mir das gerade umsonst angehört, oder? Hallo, je mehr du über dich und Blumen kennst, desto... Auch du hast Blumen gerne. Das weiß ich genau. Das ist für dich. Das ist die Weimar-Kanne. Ja, damit kann ich Blumen wässern. Das will die uns sagen. Interessant, ne? Und raus hier. So. Jetzt können wir die hier besiegen. Ast-Trainerin. Soll ich oder soll ich nicht? Okay, natürlich kämpfe ich. Ja, das wäre auch dumm, wenn du mich hier rausholtest und dann sagst, ich kämpfe doch lieber nicht. So, du Ast-Trainerin. Oh nein, das ist ja keine Ast-Trainerin, sondern eine Göre Elisa. Wie kann ich eine Ast-Trainerin mit Elisa, mit einer Göre verwechseln? Nee, eine Göre mit einer Ast-Trainerin. So. Ich habe immer noch nicht Konfusion nach vorne getan. Oh Gott, ey, das kann wehtun. Ich hasse es, wenn meine arme Leanne angegriffen wird. So, Leanne, danke schön. So. Muss. Klar. Dankeschön, dass ich unbedingt gegen Knilz kämpfen muss. Ich finde Knilz hässlich, nur Kappel sieht geil aus. Knilz, ihr werdet alle vernichtet. Oh Gott, ey, das dauert. Das kann dauern, das kann dauern. Deswegen speeden wir diesen Kampf mal ganz schnell weg. Oh Gott, hey, das hätte lang dauern können. Göre Elisabeth, ich hätte doch nicht kämpfen sollen. Oh. Du tust mir jetzt ja so richtig leid. Jo, wir haben noch schön Zeit. Komm, Anja. Na, na, irgendwas war mit der Oma, doch ich weiß aber nicht mehr genau. Stopp, die hat irgendwas eigentlich gesagt oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn die wäre sie... Oh Gott, aber Pflanze eine neue. Ach so, genau. Die will, dass ich neue einpflanze, wenn ich welche pflücke. Was ich fast nie mache. Aha. Warum soll ich ein Geheimnis draus machen? Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Wie, du kennst mich nicht? Du und Wasser... Experte. Ich geb dir gleich Wasser-Experte Angelo. Oh Gott, Kappador. Kommt, ey. Ich tu mir das nicht an. Oh Gott, ey. So langweilige Kämpfe darf ich spielen. Ja, ich finde immer eine neue Ausrede. Cool, ne? Wetten, das dritte ist kein Garados, sondern auch ein Kappador. Ja, wetten. Pokémon Smaragd ist das oft so. Wow, ein Kappador. Kommt schon. Weg mit dir. Ach. Ja, ja, ja. Ich werde die Story bei euch lassen, aber... Okay, ich schwöre hiermit, ich werde nicht mehr so schnell speeden. Ich speede nicht mehr bei den Kämpfen.
Es sei denn, sie sind langweilig. Hust. 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 Okay, in dieser Stadt hier weiß ich, dass es eigentlich nichts Besonderes gibt. Aus einer Arena. Oh Gott, ey, das... So. Dann gehen wir mal raus. Und zwar gehen wir direkt zur Arena. Oder sollen wir doch erst? Nein, ab erstmal zur Arena. Können die ganzen Trainer hier wie eigentlich... Unterschätze die Trainer in der Arena nicht. Zeigen dir, warum wir die Besten sind. Ja, ich weiß. Ja, du Teenager. Probiert mal gegen Li-An zu kämpfen. Gegen Li-An. Gegen die Li-An. Li-An, ihr werdet Li-An nie bezwingen. Sie ist zu episch. Sie ist zu mächtig für euch. Okay, ich muss Heuler benutzen. Sie haben Li-An gekillt, hallo? Ich glaube, ich sollte Li-An gleich ein wenig trainieren, bevor wir gleich weiter die Arena machen. Ungefähr ein bisschen Level 9. Ich glaube, Level 9 ist okay, ja. Gut. Wir haben aber noch Zeit. Noch haben wir Zeit, Zeit, Zeit. Also, gehen wir jetzt, seht ihr mir nochmal zu, wie wir ins Pokémon Center gehen. Oder wollt ihr mir beim spannenden Training zusehen mit Li-An? Ja, Li-An, du musst trainiert werden. Unsere Zeit ist ja eh schon gleich vorbei. Aber kommt, wir... Ich kann nicht, och Mann. Ich geh Pokebälle kaufen, fertig. Kann ich Ihnen helfen? Super Tränke. Danke. 3. So. Und wir sehen uns vor der Arena wieder. Nur, dass dann Li-An ein wenig stärker ist. Oh Gott, wo ist die Arena? Genau hier. Also, bis zum nächsten Part, Leute. Tschüssi.